Dieser Baerbock-Auftritt bei Maischberger geht gerade überall viral. Auf Twitter wird tatsächlich Maischberger dafür gefeiert, wie sie wunderbar nicht nur Baerbock permanent unterbricht. Ich meine, diese Frau sagt eh nichts Sinnvolles, sondern sie wird sogar auch hier überrascht. Und zwar mit einer Frage, wo man ganz klar merkt, sie kommt aus dem Konzept und verhaspelt sich. Deswegen, wir haben die drei Highlights aus dieser Maischberger-Sendung wie immer für dich hier aufbereitet, kommentiert. Schreib gerne mal deine Meinung zu Habeck bzw. Baerbock und der Ampel in die Kommentare. Brauchen wir Neuwahlen? Schreib es gerne und vor allen Dingen teil dieses Video, denn damit bringen wir vor, dass aufgelöst werden, und deswegen starten wir direkt rein mit dem ersten Part. Manchen Dingen sind wir einfach sehr anders, und dann gibt es natürlich Themen, ja, vom Hause her. Kommt eher Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du, Kühe melken? Ich komme eher aus dem Völkerrecht, ja, Aber man könnte jetzt sagen, das ist ein klares Foulspiel, oder es ist sozusagen die Rücksichtslosigkeit, die man auch braucht, um dann den anderen vom Kanzlerkandidatentum abzuhalten. Nein, aber auch das habe ich in den letzten drei Jahren gemerkt, dass mit Humor und Ironie es nicht so klug ist in der Politik. Und Robert Habeck kennt meine schroffe Art sehr. Es ging bei der Frage, das sieht man jetzt leider nicht, das ist ja immer auch so bei Fernsehbildern, die zusammengeschnitten sind, es ging bei der Frage daran, wo wir unterschiedlich ticken. Und es ging um politische Kontexte. Und da Robert Habecks Eltern Apotheker waren, habe ich überhaupt nicht darüber gesprochen, wo er in der Kindheit auf dem Bauernhof gelebt hat, sondern was ich meinte, war, dass er Landwirtschaftsminister war, bevor er Parteivorsitzender geworden ist. Aber trotzdem zeigt es so ein bisschen, dass, also man hat immer das Gefühl, sie sind der dominante Teil dieses Paares. Hat er denn überhaupt mitreden dürfen bei der Frage, wer Kanzlerkandidatin wird? Oder haben Sie die Frauenkarte gezogen, so wie er es vermutet hat, auch hier in der Sendung? Also wie gesagt, das haben wir gemeinsam entschieden. Haben wir auch gemeinsam schon krass, dass sie mal wirklich Bundeskanzlerin werden wollte und auch tatsächlich eines der Kandidaten war. Also auch dazu gerne mal deine Meinung in die Kommentare. Und jetzt beginnt tatsächlich die Fragerunde, die erstmal richtig schön nach hinten losgeht. Die für Sie und gegen ihn sprach, war welche? Auch das bekanntermaßen. Unterschiedliche Faktoren, die wir gemeinsam miteinander gesprochen haben. Und die Frauenfrage spielte auch eine Rolle. Das hatte er ja vorher bei Ihnen hier in der Sendung auch gesagt. Das habe ich auch nachher bei der Verkündung gesagt. Aber für uns ist es wichtig, dass wir Dinge, die wir vertraulich, die auch nicht ganz einfach sind, auch nachher im Vertrauen weiter behalten. Okay, vielleicht erfahren wir es irgendwann mal. Eine Satzergänzung hätte ich gerne noch für ein paar andere Themen. Dass 65% der Deutschen das Gendern ablehnen, zeigt, dass wir noch ein Stückchen Arbeit alle gemeinsam haben. Meinen ersten Joint habe ich, keine Ahnung, irgendwann als Jugendliche mal. Minderjährig oder nicht? Nee, egal. Sagen. Dass die deutsche Nationalelf Europameister wird? Ja, auch da gibt es noch ein Stückchen dran zu arbeiten. Dass Markus Söder die Union nicht als Juniorpartner unter einer Kanzlerin Baerbock sieht? Ist ein interessantes Demokratieverständnis. Als Bundeskanzlerin würde ich dem belarussischen Präsidenten Lukaschenko sehr deutlich sagen, dass er mit seinen Ölgeschäften jetzt auf der Sanktionsliste gelandet ist, aber viel stärker noch dem russischen Präsidenten sagen, dass er seine schützende Hand über diesen Diktator nicht mehr halten darf und dass es Nord Stream 2 so nicht geben wird. Dass Joe Biden Putin einen Killer genannt hat, finde ich. Erstaunlich. Dass Robert Habeck Waffenlieferungen an die Ukraine befürwortet? Hat er so nicht gesagt, sondern er hat heute Morgen auch noch mal klargestellt. Defensivwaffen hat er gesagt und dass man sie nicht verwehren kann der Ukraine, dass sie sich verteidigen müssen, können müsse. Aber das entspricht einfach nicht dem, was grüner Grundsatz ist. Daran hat Jürgen Trittin heute erinnert, nämlich keine Waffenlieferung in Kriegsgebiete. Genau, und das steht auch in unserem Programm und das sehen wir als Parteivorsitzende beide so. Ich hatte vor zwei Wochen, glaube ich, auch schon ein großes Interview zur Außenpolitik, auch genau zu dieser Frage. Mhm. Und habe da sehr deutlich gemacht, was heute Robert Habeck im Radio ja auch noch mal präzisiert hat, dass wir eine OSZE-Mission, also eine Mission der Europäer zur Sicherheit, zum Schutz der Ostukraine haben, die nicht ihre Arbeit machen kann, weil zum Beispiel vor kurzem gerade eine Drohne der OSZE abgeschossen wurde. Russland ist Teil der OSZE und wir müssen hier dringend was tun. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die OSZE ihre Arbeit machen kann. Deswegen braucht es Unterstützung bei der Luftabwehr und es braucht für die OSZE an dieser Stelle und es braucht Unterstützung bei Minenräumen zum Beispiel. Gut, Minenräumenfahrzeuge sind keine Defensivwaffen. Robert Habeck hat heute Morgen ja genau klargestellt, dass es nicht um Defensivwaffen geht, sondern, wie wir auch schon vor kurzem deutlich gemacht haben, um Munitionsräumung, um die Bergung von verwundeten Personen, Zivilisten. Und bevor wir jetzt zum zweiten Part kommen, siehst du auch, warum das Ganze gerade viral geht, weil sie sich ja hier deutlich widerspricht. Das Ganze ist schon ein Interview vor zwei Jahren gewesen und hier merkt man immer in der Retrospektive, was sozusagen, Entschuldigung, den Baerbock'sche Versprecher, was natürlich eine Baerbock versprochen hat und was wirklich dann auch zustande gekommen ist. Das ist das Traurige an dieser Geschichte. Und jetzt wird aber noch nicht locker gelassen. Jetzt wird es immer heftiger. Im Zweifel sind gegen diesen Bau, diese Pipeline. Glauben Sie, das ist etwas, was dann
Im Zwei, Sie sind gegen diesen Bau dieser Pipeline. Glauben Sie, das ist etwas, was tatsächlich ein Mittel der Wahl ist, um mit Wladimir Putin wieder ins Gespräch zu kommen? Was heißt, man ist ja im Gespräch. Es ist ja nicht so, dass die deutsche Bundesregierung... Hört offensichtlich nicht auf. Ja, das ist das Problem mit autoritären Kräften. Und das ist auch das Problem mit diesem Regime vom Kreml, dass es ja kein Interesse daran gibt. Das wurde eben ja auch schon mal deutlich gemacht. Ist ja nicht so, dass man sagt, irgendwie haben wir uns gerade ein bisschen gestritten, sondern der russische Präsident hat völkerrechtswidrig die Krim annektiert, hat Separatisten in der Ostukraine unterstützt, direkt, indirekt eben ein Land völkerrechtswidrig dort einzumarschieren. Und er hat deutlich gemacht, dass er die EU als Feind sieht. Und in so einer Situation kann man nicht bitte, bitte sagen, sondern es braucht aus meiner Sicht Dialog, den braucht es immer. Davon lebt Außenpolitik, davon lebt ein globales Miteinander, aber es braucht eben auch Härte. Und diese Pipeline konterkariert sämtliche Sanktionen der EU. Und ist schon ziemlich lustig, wie hier Frank Thelen, ein Unternehmer, fassungslos schaut, vor allen Dingen Nord Stream 1. Das wird noch lächerlicher, dieses Interview, wenn man sich weiß oder vor Augen führt, dass Nord Stream sabotiert worden ist, Nord Stream 2 sogar zurückgebaut werden soll. Und wo sind denn jetzt diese Gespräche, die Sie damals ganz, ganz wichtig fand mit Putin, die Friedensverhandlungen, auch die fehlen mir an dieser Stelle. Deswegen kommen wir jetzt zum final dritten Part. Die ja für sehr falsch und würde das dem Kreml auch sehr deutlich sagen. Und in einem Koalitionsvertrag darauf bestehen? Dafür kämpfen, auf jeden Fall. Und das ist ein Unterschied zu darauf bestehen, ne? Ja, natürlich ist das ein Unterschied, weil wenn wir 50% hätten, dann würde ich es in den Koalitionsvertrag reinschreiben. Und dann ist die Frage, für wen entscheiden sich Wählerinnen und Wähler? Wenn Herr Söder schon sagt, er ist so ein starker Demokrat, dass er überhaupt nicht Koalitionsgespräche führt, dann fällt offensichtlich die Union an dieser Stelle schon mal aus. Da muss man sehen, mit wem führt man noch Koalitionsgespräche. Mir ist nur wichtig, das ist kein singulärer grüner Punkt an der Stelle, sondern die Amerikaner sagen sehr deutlich, diese Pipeline gefährdet die Sicherheit der Ukraine. Sie ist geostrategisch vom Kreml genauso angelegt. Die Mehrheit der Europäer, der EU sagt das. Es gibt eine europäische Regularien. Auch da, das haben Herr Laschet und Herr Scholz aus meiner Sicht vor ein paar Tagen auch in der Sendung falsch dargestellt. Was ist eigentlich aus es gibt Armin europäische Laschet Auflagen, die sagen, so kann diese Pipeline gar kein Gas geleitet. Für die Grünen, was hat sie hier für Wahnvorstellungen? Werden. Das heißt, jetzt wäre genau der Moment, mit Blick auch auf das, was in Belarus gerade passiert ist, deutlich zu machen, diese Pipeline wird nicht kommen. Das wäre eine harte, klare Ansage auf die Mehrheit der Europäer aus Deutschland wartet. Ich fand es sehr, sehr krass, was sie hier gesagt hat. Eine Stelle fand ich auch noch heftig, die schauen wir uns auch nochmal an. Die wurde am meisten wiederholt, muss man dazu sagen. Genau. Und wir haben was anderes in das Programm reingeschrieben. Also das heißt, Sie gehen auf diesen Änderungsvorschlag nicht ein und auf die anderen auch nicht? Also da nochmal auch für unsere Parteitage funktionieren, weil das anders ist als bei anderen. Wir sichten alle Änderungsanträge jetzt. Wir diskutieren gemeinsam, okay, wo war vielleicht manches nicht präzise, das erzählen, das deswegen kann ich mir anstrengend. Ist der Vorschlag von der Basis, also kommt ja vielleicht der bessere. Komplett abartiger Blick, sage ich mal, auf Baerbock gerichtet, weil er sich denkt, was will diese Frau in der Politik? Dementsprechend wie immer deine Meinung in die Kommentare schreiben und wir sehen uns beim nächsten Mal.